Orale, vato. Orale, cabrón. Was ist so der gravierendste Unterschied von Leben in DE zu Mexiko? Abgesehen vom Wetter, wie sind die Leute? Ich falle niemandem in den Rücken. Aber ich interessiere mich auch nicht, wer mit wem Beef hat. Ich krieg das nicht mal mit, Digga. Hab gehört, in Tulum sind teilweise Ibiza-Preise, was das Feiern angeht. Stimmt das? Yo, gib mal Tipps, wie ich schnell zunehme. Meinung zu Manu. Bruder, was machst du, wenn nichts mehr läuft, Bro? Denkst du, wenn du eine Frau wärst, dass dein Lebensstil und Mindset anders wäre als jetzt? Die ist einfach so, wie die ist. Die macht keinen Film. Weißt du? Und in der Szene machen so viele Leute machen Film. Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fahr am Puder mit ner Bitch, der Kopf ist gefickt und ich öffne ne Bardo. Jeder will Aufmerksamkeit, doch der Schmerz auf mein Herzen wiegt über ne Tonne. Kann ich entkommen, bete zu Gott, bitte übernimm Kontrolle. Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einem weiteren Stream hier auf Twitch. Leon Lovelock is back in the building. Und heute mit Moderator, Mr. 187 ist am Start. Polizei ist da. Den haben die Leute gestern echt aufgeregt. Hat er mir auch noch geschrieben. Ja, deswegen ist er heute hier und überwacht euch. Also bleibt artig, meine lieben Freunde, der Brother. Der Brother ist auch hart, ne? Ist auch hart. Yes, 069 ist auch am Start. Schreibt mal alle eure Area Codes jetzt in den Chat rein, meine lieben Freunde. Letztens dein erstes Video gesehen auf deinem Kanal. Hast da ganz anders geredet, hahaha. Welches, die Tafel-Vibes oder was? Das ist an der Tafel? Oh shit. Das ist eine Tafel in der Uni, Alter, wo ich so steif war, Digga. Das Intro, das habe ich auch erzählt. Warum habe ich das erzählt? Ich glaube, bei Daud, bei TV Straßensound. Da habe ich auch das Intro 18 Mal gemacht. Weil ich einfach nicht mit mir zufrieden war, Digga. Die Tafel-Vibes, Digga. Geil. Du trägst doch eine Kreuzkette. Wieso Fasten? Fragezeichen. Das eine schließt das andere nicht aus, würde ich behaupten. Also in meinem Leben auf jeden Fall. Und ey, stellt die Arbeit von meinem Moderator nicht in Frage, ja? Der macht das schon, Digga. Ich selber bin da nicht so hinterher, Mann. Ich guck da nicht so hin. Mich juckt das auch weniger, aber der Bruder macht das schon. Und wenn er was entscheidet, dann ist es entschieden, Digga. Braucht er auch nicht zu diskutieren. So ist das, Bruder. Wir haben hier die Obermacht. Das ist keine Demokratie hier, Bro. Das ist einfach eine Diktatur, Digga. Ich und meine Moderatoren, wir haben das Sagen. Wie läuft Fasten? Ja, wie gesagt, ich faste ja nicht richtig, Mann. Ich will auch nicht sagen, dass ich faste, weil die islamischen Brüder und Schwestern haben es auf jeden Fall nochmal schwerer mit nicht trinken. Ich trinke halt. So. Ich habe nur den ersten Tag nicht getrunken. Erstmal muss ich hier kurz schreiben. Ich muss morgen nämlich hier einen mexikanischen Bankaccount endlich mal machen. Und da mein Brother Christian hilft mir dabei. Fantreffen in Mexiko wäre auch wild, wa? Yo, gib mal Tipps, wie ich schnell zunehme. Essen. Hab gehört, in Tulum sind teilweise Ibiza-Preise, was das Feiern angeht. Stimmt das? Ja, Bruder. Kollegen waren jetzt dort, musste leider kurzfristig meinen Flug stornieren, hab wohl was verpasst, wie die mir erzählt und gezeigt haben. Ja, sind teilweise Ibiza-Preise, gerade beim Feiern. Wenn du ins Tabu rein willst, zahlst du alleine 100, $120 Eintritt tagsüber. Abends Tisch habe ich noch gar nicht geholt. Weiß ich gar nicht, wie viel der kostet. Aber sonst auch Tickets partymäßig, Jungle Partys, zahlst du immer so um die $100. Um die $100 sind so 80, 90 Euro Eintritt allein. Also das ist schon wild. Meinung zu Manu. Bester Mann, Digga. Ich küsse dein Herz, Digga. Onkel am Nakoim. Curls for the girls, na Mann? Wie läuft Training? Bruder. Bruder. Wieso fällst du Manu in den Rücken mit Ali? Ich bin niemandem in den Rücken gefallen. Ich falle niemandem in den Rücken. Aber ich interessiere mich auch nicht, wer mit wem Beef hat. Ich krieg das nicht mal mit, Digga. Ich habe mir so Ali Osman-Dinger reingezogen. Kumpel hat mir zugeschickt, so ein Part irgendwas. Mexican-Style, dies, das, weil er da mit mexikanischem T-Shirt rum saß in einem Interview irgendwie. Habe ich mir reingezogen, habe mich totgelacht. Habe ich in irgendeinem Livestream auf Dummheit so einfach dumm gesagt, so ey, für den würde ich auch mal wieder Comedy Café machen. Bruder, ist einfach nur Spaß, Bro. Ich mache kein Comedy Café, ich mache keine Talks mehr. Manuelsen ist bester Mann, ich liebe ihn, Digga. Fertig aus. Was geht, Prägmaschine? Prägmaschine denn, Motherfucker? Du weißt schon ganz genau, wie das läuft, Bro. What's going on here, man? Braucht man zur Einreise nach Mexiko einen PCR-Test? Nein. Bruder, ich bin finanziell hart am struggeln. So. Ist einfach Fakt. Braucht man nicht groß um heißen Brei reden. Jede einzelne Subscription, jede einzelne Donation, jeder einzelne Klick auf meine YouTube-Videos hilft mir gerade extrem, Digga. Also wirklich extrem. Das heißt, wenn ihr Amazon Prime habt und Bock habt, eventuell euer Prime-Sub, weil es ist für euch for free, an mich zu geben,
dann haut rein, Digga. Ich werde jetzt jeden Tag online gehen, streamen, quatschen, reacten. Diesen Monat vielleicht mit ein bisschen weniger Energie so. Aber ja, struggle so wild oder was? Warum dann auswandern? Verschlimmert das nicht die Situation? Gar nicht, Bruder. Also das Auswandern an sich, ich sag dir, Hand aufs Herz. Die erste Zeit, wo ich hier war, habe ich einfach viel zu viel Geld gespendet, die ersten zwei Wochen. Allein für meine Unterkunft habe ich für eine Woche so viel bezahlt, wie ich für einen Monat jetzt bezahlt. Das war schon das Dümmste. Dann bin ich halt auch öfters mal feiern gegangen, dies, das, bla bla bla. Dann dieser Flug zurück nach Deutschland, wo ich meine Wohnung gekündigt habe und dann mein Auto und diese ganzen Sachen in Deutschland erledigt habe. Das hat mich zu viel Geld gekostet, Digga. Allein dieser Flug hat mich 800 Euro gekostet. Dumm, unnötig. Was heißt unnötig? Ich habe mich aber danach, muss ich sagen, auch deutlich besser gefühlt, nachdem ich die Dinge geklärt hatte. So. Seitdem ich jetzt aber hier bin, meine Lebenshaltungskosten sind hier deutlich günstiger. Habe ich ja gestern schon, erwähne ich eigentlich auch immer wieder, wenn du nicht so viel feiern gehst, wenn du nicht so oft draußen essen gehst, sondern wenn ich den gleichen Lifestyle hier durchziehe wie zu Hause. Training, zu Hause kochen, einmal am Tag draußen essen, nicht feiern gehen, Twitch machen, Musik machen und that's it. Dann habe ich hier deutlich weniger Ausgaben als drüben in Deutschland. So. Und das ist sehr schön so, weil ich bin im Paradies, Digga. Meer, Sonne und das Gym an der Area, wo ich bin, kostet nichts, Bruder. Es kostet nichts, Digga. Das kann mir keiner wegnehmen, Digga. Ja, nee, selbst wenn ich minus eine Million bin, Meer, Strand, Sonne und das Gym, was da ist, kann mir keiner wegnehmen. So. Was hat Cheyenne Garcia gegen dich? Hä? Was war? Und die arrogante Gesellschaft von Deutschland hast du da auch nicht. Du hast Chicas vergessen. Aktuell nicht, Bro. Warum gehst du einfach nicht arbeiten, wenn es dir finanziell nicht gut geht? Was mache ich denn gerade, Digga? Bruder, was machst du, wenn nichts mehr läuft, Bro? Weitermachen. Gas geben, Bro. Durchziehen. Ich weiß, dass ich geiler Sänger bin. Ich weiß, dass ich geiler Typ bin, so weißt du? Ich weiß, dass ich ein geiles Mindset habe, Bruder. Ich weiß, dass ich niemals aufgeben werde. Ich weiß, dass ich irgendwo auch was Besonderes bin und dass ich mit meinen Talenten, die ich habe, immer irgendwie was machen kann. So. Es wird niemals aufhören bei mir. Selbst wenn ich minus 500.000 Euro habe und in Mexiko irgendwo bei jemandem auf der Couch penne, so. Es wird nicht aufhören, Digga. Es wird nicht aufhören. Deswegen ist auch alles cool. Macht euch darüber gar keine Sorgen, Digga. Ich hab Tee, Mann. Ich bin privilegiert, yo. So. Voll privilegiert. Du bringst den Vibe wie Xavier Naidoo. Oh shit, Charlie 089, ich küsse dein Herz, Bro. Stimmt es, dass du deinem Freund die Freundin geknackt hast? Nee, stimmt nicht. Ich meine damit, dass du etwas arbeitest, wo du jeden Monat Geld bekommst. Irgendwann muss man doch so reif und im Kopf klar sein, dass man doch so nicht leben kann. Du merkst doch, dass es nicht läuft. No front, wünsche jedem das Beste. Okay, Brudi. Sehr schöner Satz, sehr schön geschrieben, aber ich muss dir da komplett mit allem, was ich habe, widersprechen. Weil ich glaube, dass ich in meinem Leben schon Erlebnisse hatte, Dinge gesehen habe und Liebe, Positivität, geile Sachen erlebt habe, einfach weil ich so bin, wie ich bin. Weißt du, wie ich meine? Einfach weil ich so frei bin. Einfach weil ich einen Fick darauf gebe, ob ich jetzt die Millionen habe oder nicht, sondern einfach immer nur auf mein Herz höre und mit meinem Glück gehe so. Ich bin ein Kind, Bruder. Ich bin im Herzen ein Kind. Und mein innerliches Kind kommt hier in Mexiko noch mehr hoch. So. Und ja, das bringt mich auch manchmal zum Struggeln. Und ja, das hat mir auch schon die ein oder andere Schelle verpasst im Leben. So. Ist manchmal kacke. Aber insgesamt sage ich dir ganz ehrlich, Bruder, ich bin genauso geil, wie ich bin. Und ich bin stolz auf jede einzelne Entscheidung, die ich getroffen habe. Jeden Move, den ich gemacht habe. Dass ich Kind geblieben bin im Herzen. Das auslebe nach außen, auch wenn Leute mich dafür hassen. So. Ich feiere das, Digga. So, Mann, ich bin froh, ich bin glücklich, dass ich so lebe. Weil ich weiß ganz genau, wenn ich den Fokus teilweise dahin gelegt hätte, wo du meinst, wenn ich erwachsen gewesen wäre und gewisse Dinge vielleicht anders gemacht hätte, würde ich vielleicht jetzt finanziell besser dastehen. Aber ich glaube, ich wäre nicht hier, Bro. Ich glaube, ich wäre nicht in Mexiko. Und ich würde nicht die Menschen hier kennenlernen, die ich kennengelernt habe. Ich würde nicht die Erfahrung machen, die ich mache. Das führt alles dahin, wo es hinführen soll, Bro. Denkst du, wenn du eine Frau wärst, dass dein Lebensstil und Mindset anders wäre als jetzt?
Ich wäre vielleicht nicht so eine Ho, Digga. Ansonsten gleich. Konvertierst du zum Islam? I don't know. McFit Kudam hat dich vermisst, hat mich geprägt, Bro. Ja, bin gerade reingekommen, sorry, ne? Kein Thema, Brudi. Wie ist das für dich mit dem Rhythmus, Zeitverschiebung und so weiter? Bin schon wieder da jetzt, also hab kein Jetlag mehr. Kommen eigentlich noch Tats, Broski? Jetzt, ich will mir die Afrika-Flagge auf die Brust tätowieren, wie bei meinem einen Profilbild, was ich mal hatte. Dafür, dass Juju gerade ihren Hype hat, mies bodenständig. Juju ist beste Frau. Die ist krass, Digga. Ist einer meiner geilsten Interviews, die ich je gemacht habe, so. Bodenständig, einfach so, wie die ist. Die ist einfach so, wie die ist. Die macht keinen Film, weißt du? Die macht einfach keinen Film. Und in der Szene machen so viele Leute machen Film. So, ich merke das bei ihr, nur wenn die eine Story macht. Die ist einfach so, wie die ist. Die ist menschlich, Bro. Die hat ein gutes Herz, Digga. Das ist Fakt. Warum bist du so hübsch? Ah, komm mal auf, Digga. I'm not hübsch, Bro. Uff, sehr nice. Flaggen als Tats. The best, no cap. Ja, Bruder, hier so die Afrika-Flagge drauf. Nicht Flagge, sondern Kontinent. Hier so, boom, Digga. Weißt du, wie ich meine? Movie time. Bisho. Singst du, signst du irgendwann mal jemand? Ja. Ja, das Interview mit Senna Gamur ist auch sehr cool. Ja, Mann. Allgemein, ich verstehe mich mit Frauen eh besser als mit Männern. Machst du mit Bushido und Animus Song? Bruder, lieber würde ich hier vom Balkon springen. War, so wahr ich hier sitze. Vermisst du 6'8, Bro? Nee, Bro. Ich bin 6'8, Digga. 6'8 ist hier drin. 6'8 ist überall dabei, Bruder. Ich kann das gar nicht vermissen. Ich bin das, Bro. Ich lebe das aus, jeden Tag. Warst du mit Apache in Kontakt? Nee, mit seinem Bruder mal, kurz. Wird es mal so einen R&B-mäßigen Track geben? Ja. Erwarten uns irgendwann wieder Interviews? Ich würde sagen, niemals nie, aber nein. Was ist so der gravierendste Unterschied von Leben in DE zu Mexiko? Abgesehen vom Wetter, wie sind die Leute außerhalb des Touri-Gebietes etc.? Also der größte Unterschied außerhalb des Wetters ist die Mentalität. Und ich würde sagen, die Mentalität ist einfach genau das komplette, also einfach genau das Gegenteil. Die Mentalität, alles eigentlich, ist einfach genau das Gegenteil. Also egal in welche Richtung, egal auch ob es positiv oder negativ ist, es ist einfach alles das Gegenteil. Also hier läuft alles nicht so strukturiert, alles ein bisschen lockerer, ein bisschen easier. Für alles wird sich ein bisschen mehr Zeit gelassen. Ich habe hier in der Wohnung schon, ich hab ein Leck hier in der Decke gehabt. Dann ist einfach Wasser rausgekommen, Bro. Manchmal fällt der Strom einfach aus. Keine Ahnung, es gibt so viele Sachen, Digga, die einfach anders sind. Die Menschen sind anders drauf. Selbst die, die kein Geld haben. Also, wie soll ich dir sagen? Man merkt denen schon an, dass die irgendwie nicht so glücklich sind. Vielleicht irgendwie, also dass es denen halt nicht perfekt geht. Aber wenn du dich mit denen unterhältst und ihnen in die Augen guckst, dann ist einfach ein ganz anderer Kontakt als mit den Menschen in Deutschland. So, ich kann das auch voll schwer beschreiben. Was noch ein Unterschied ist mit der Gewalt, natürlich, ich habe hier das erste Mal Leichen gesehen. Ich habe das erste Mal jemanden auch schießen sehen, jemanden anderen erschießen sehen. Teilweise in den Augen von den Menschen hier siehst du auch die Leere so. Du siehst das, ja, das, ey Bro, die gucken anders, Mann. Das ist, manchmal siehst du in den Augen so, ja, für mich ist ein Leben nicht so viel wert, so, weißt du? So, man sieht so dieses Scheiß drauf, egal was jetzt passiert. Weißt du, wie ich meine, so? Diese Leere sieht man teilweise in den Augen von den Menschen so. Und ja, es ist einfach ein ganz anderer. Es ist ein ganz anderes Gefühl, in so einem Land wie hier zu leben. So. Es prägt dich anders, Bro. Es gibt dir andere Gedankengänge. So. Es gibt dir ein anderes Verhalten mit auch. Und das tut mir gut. Es tut mir gut. Aber die Reise geht weiter. Also wie in Offenbach. Hab gelogen. Grüße an Bardo. Bester Mann, Digga. Meinung zu Sinan G. Fühl ich. ¿Cómo estás, amigo? Bien, ¿y tú? Muy bien, Bruder. Pass auf dich auf, Bruder. Mexiko ist nicht mäßig. Ja, Bruder, das spürst du hier. Das spürst du hier auch. Ich habe die Kacke schon gesehen hier. Ich habe hier auch Sachen erlebt, die hier viele noch nicht erlebt haben. Keine Ahnung, warum ich wieder der Typ bin, der die Scheiße sehen muss, so. Aber ich habe es halt gesehen, so. Hast du deinen Mixer aus Deutschland oder kann man sowas in Mexiko kaufen? Bro, kannst du natürlich kaufen, Dicker. Der Mixer war schon in der Wohnung hier. Was kommt als nächstes von dir? Abonnier mich, folg mir, dann wirst du es sehen, Bro. Kein Bock darüber zu reden. Lieblingsrapper in Deutschland, Leon Lovelock. Orale, Vato. Orale, Cabron.
Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fahr am Puder mit ner Bitch, der Kopf ist gefickt und ich öffne ne Bardo. Jeder will Aufmerksamkeit, doch der Schmerz auf mein Herzen wiegt über ne Tonne. Kann ich entkommen, bete zu Gott, bitte übernimm Kontrolle.